Eine Woche vor Beginn der Österreich-Radrundfahrt sind im Mostviertel die Staatsmeistertitel im Einzelzeitfahren vergeben worden. Auf einer anspruchsvollen Strecke und bei schwierigen Bedingungen waren sowohl bei den Damen als auch bei den Herren die Titelverteidiger erfolgreich. In der 1000-Einwohner-Gemeinde Stephanshardt wird er entschieden, der Kampf gegen die Uhr. Im Mostviertel wachsen die Besten der Besten über sich hinaus. Martina Ritter und Georg Preidler dürfen, so wie im Vorjahr, über die Staatsmeistertitel im Zeitfahren jubeln. Martina Ritter lässt sich auf der regennassen Strecke auch von einem Sturz nicht aus der Ruhe bringen. Die routinierte Oberösterreicherin findet schnell wieder ihren Rhythmus und bringt auf dem 28 Kilometer langen Kurs 14 Sekunden Vorsprung auf Barbara Mayer ins Ziel. Das ist ihr 6. Zeitfahrtitel in Folge. Ja, ich habe es diesmal ein bisschen spannender gemacht, nachdem ich bei einer Kurve ein bisschen zu schnell hineingefahren bin und mit dem Regen heute bin ich gestürzt und das hat dann ein bisschen gedauert, weil meine Kette verklemmt war und ja, ich werde wahrscheinlich ungefähr Minuten verloren haben mit dem. Damit habe ich es ein bisschen spannender gemacht. Bei den Männern entwickelt sich ebenfalls ein spannendes Rennen um den Sieg. Felix Großschartner legt als erster der Top-Favoriten eine starke Zeit vor. Der Oberösterreicher, der ja vor wenigen Wochen mit einem Podestplatz beim Giro d'Italia für Aufsehen gesorgt hat, legt in 37 Minuten und 43 Sekunden eine Richtzeit vor, die zu einem Spitzenplatz reicht, aber nicht zum Sieg. Ja, für heute war es ganz gut. Natürlich bin ich hergekommen, dass ich da Staatsmeister wäre, aber ich habe heute einfach nicht die Beine gehabt und gratuliere an die anderen, super stark gefahren. Noch bessere Beine haben nur Georg Preidler und Matthias Brändle. Zunächst ist es Brändle, der bei mittlerweile trockenen Verhältnissen eine Topmarke vorlegt und fast eine halbe Minute schneller ist als Großschartner. Der Vorarlberger kommt nach 37 Minuten und 15 Sekunden ins Ziel und darf auf den Staatsmeistertitel hoffen. Aber nur bis zum letzten Mann, der über die Rampe rollt. Georg Preidler lässt sich nicht irritieren, fährt ein sehr starkes Rennen und in weiterer Folge zum neuerlichen Staatsmeistertitel. Der Steirer rettet 5 Sekunden Vorsprung auf Matthias Brändle ins Ziel. Ja, also ich habe eigentlich gar keine Informationen gehabt und bin gefahren, was ich gehabt habe und habe dann mal gedacht, wie sehe ich dann jetzt zum Schluss, ob es reicht oder nicht. Ich habe alles gegeben, ich kann mir nichts vorwerfen. Georg war halt einfach schneller. Hat mir am Anfang ein bisschen abgenommen, ganz wenig über die Hügel. Am Schluss konnte ich wieder ein bisschen aufholen. Er war halt besser. Es ist jedes Jahr schön, Staatsmeister zu werden. Und es ist immer ein großes Ziel und ein großer Ansporn. Und das bestätigt die Leistungen. Viel Zeit zum Feiern bleibt nicht. Bereits am heutigen Sonntag werden in Wien die Titel im Straßenrennen über 180 Kilometer vergeben.